Kaum ein Wort beim Film wird so inflationär benutzt wie das Wort Trash. Filme wie Sharknado oder Mega Shark vs. Crocosaurus und so ziemlich alles, was die Produktionsfirma The Asylum macht, werden immer wieder als Trash bezeichnet. Dabei sind das Filme, die von vornherein wissen, was für einen Quatsch sie verzapfen. Das sind Filme, die mit einem Augenzwinkern erzählt sind. Dabei ist wahrer Trash die Sparte von Film, die ganz, ganz große Ziele hat, letzten Endes aber auf ganzer Linie scheitert. Also Filme, denen gar nicht bewusst ist, wie dumm sie sind. Zu genau diesen Filmen zählt Battlefield Earth, ein Sci-Fi-Thriller, den ich gucken musste, weil ich in unserer letzten Folge Hund aufs Herz verloren habe. Battlefield Earth, der Film, der noch immer den Rekord für die meisten goldenen Himbeeren aller Zeiten hält. Unter anderem auch die goldene Himbeere für den schlechtesten Film des Jahrzehnts. Ein Film mit einer Wertung von 2,4 auf IMDb, 9 auf Metacritic und 3% auf Rotten Tomatoes. Um dieses Schmuckstück geht es in einer neuen Filmkritik hier auf Cinema Strikes Back. Aber worum geht's überhaupt? Wir schreiben das Jahr 3000. Mittlerweile hat eine außerirdische Spezies namens Cyclos in gerade einmal 9 Minuten die Herrschaft auf der Erde übernommen. Die wenigen freien Überlebenden, Menschen, hausen in primitiven Siedlungen und wissen kaum etwas über ihre Vergangenheit. Allgemein haben sie jegliche Bildung verloren. Der junge Johnny Goodboy Tyler ist ein sogenannter Greener, also jemand, der immer das Bessere sucht und bei einer seiner großen Erkundungstouren von den Cyclos gefangen genommen wird. Er kommt in eine Basis, in der Menschen wie Tiere gehalten werden und plant seinen großen Ausbruch. Dabei rüttelt er natürlich sein gesamtes Umfeld auf und schafft es, den großen Aufstand gegen die außerirdische Spezies zu starten. Battlefield Earth ist bekannt als der Film, in dem John Travolta Dreadlocks trägt, der John Travolta, der mit Filmen wie Saturday Night Fever, Grease und Staying Alive seinen großen Durchbruch hatte und dann mit Guck mal, wer da spricht, seine Seriosität so ein bisschen verlor. Mit Pulp Fiction macht ihn Quentin Tarantino dann erneut zum Superstar. Seitdem hat Travolta in wenigen guten Filmen und Serien mitgespielt, wie zum Beispiel Schnappt Shorty, American Crime Story oder Austin Powers in Goldständer. Leider hat er aber halt auch in sehr, sehr vielen Filmen mitgespielt, die weder an den Kinokassen noch bei den Kritikern gut ankamen. Dann, im grandiosen Jahr 2000, wurde John Travolta eine Rastafari-Perücke auf den Kopf gesetzt und einen Film kreiert, der bis heute als einer der schlechtesten aller Zeiten gilt. Dabei ist Battlefield Earth nicht nur der Film, in dem John Travolta Alien Dreadlocks trägt, es ist auch der Film, in dem Forrest Whitaker Alien Dreadlocks trägt. Mittlerweile hat Whitaker zugegeben, dass er es bereut, bei diesem Film mitgespielt zu haben. Die Cyclos scheinen eine außerirdische Rasse von sehr schlechten Schauspielern zu sein, die in ihrer Mimik und Gestik völlig übertreiben, zumindest wenn man so auf John Travolta achtet. Travolta hat witzigerweise während einer PR-Tour zum Film behauptet, Battlefield Earth wäre wie Star Wars, nur noch viel besser. Und es wäre der Schindlers Liste der Science-Fiction-Filme. Mittlerweile hat er sogar den Film mehrmals verteidigt und ihn immer wieder als guten Film bezeichnet. Travolta war wohl so begeistert vom Drehbuch, dass er anfangs sogar Tarantino die Regie angeboten hat, aber der lehnte clevererweise ab. Denn hier kommt ein wichtiger Knackpunkt des Films. Das Drehbuch basiert auf dem Roman Kampf um die Erde von L. Ron Hubbard. Hubbard ist der Gründer der Sekte Scientology. Und John Travolta ist eines ihrer prominentesten Mitglieder. Kampf um die Erde beinhaltet einige Parallelen zu den Lehren und Theorien Scientologies. Travolta selbst wollte den Film schon seit Jahrzehnten realisieren, aber niemand wollte diesem sogenannten Sektenwerk Geld geben. Letzten Endes hat er dann sage und schreibe 73 Millionen US-Dollar gekostet und weniger als 30 Millionen wieder eingespielt. Damit gilt er als einer der großen Flops der Filmgeschichte. Und meine Güte, ist dieser Film ein Schuss in den Ofen? Der Kameramann sagte, er wollte den Film aussehen lassen wie einen Comic und deswegen hat er den gesamten Film in Dutch Angles gedreht. Dutch Angles sind eine schräge Kameraperspektive, die einen seltsamen und unwirklichen Eindruck vermitteln sollen. Richtig benutzt kann so ein Dutch Angle wirklich eine sehr starke Wirkung erzielen und toll aussehen. Aber ohne Witz, jede verdammte Einstellung in Battlefield Earth ist schräg. Jede einzelne, so als hätte der Kameramann am Anfang der Dreharbeiten einen Schlaganfall gehabt, der sich dann bis zum Ende hingezogen hat. Dann wirkt es auch noch so, als habe es einen Cutter mit Sehschwäche gegeben, der die Farben bis ins Groteske verändert hat. Der Kameramann Gal Snapkins schämt sich mittlerweile für diesen Film und sagt, dass er dafür, also fürs Lichtdepartment, das geringste Budget hatte, das er je bei einer professionellen Produktion gesehen habe. Warum in diesem Film so viele von diesen seltsamen Transitions auch noch drin sind, ist auch ein Rätsel, das ich mir nicht erklären kann. Vermutlich, weil er sich manchmal allen Ernstes für ein wiedergeborenes Star Wars hält.
Ansonsten ist es einfach unglaublich, wie schräg dieser Film ist. Nicht nur in seiner gesamten Kameraarbeit, sondern in allem, was auch vor allem inhaltlich passiert. Das Ganze lässt sich gut einordnen in die Sparte. Man muss es gesehen haben, um zu glauben, dass dieser Film wirklich existiert. Dabei ist der Regisseur Roger Christian kein unfähiger Mann. 1977 hatte er für Star Wars den Oscar als Art Director erhalten. Und man merkt diesem Film Battlefield Earth durchaus an, dass da etwas Riesiges produziert wurde. Und es ist kaum zu glauben, dass einige Szenen wirklich funktionieren und Spaß machen, aber eben nicht, weil sie so gut gemacht sind, sondern weil ein ganz seltsamer, wirrer Humor in einigen Szenen vorhanden ist, der daher rührt, dass sich dieser Film in all dem Schwachsinn, den er erzählt, so unfassbar ernst nimmt. Es ist wieder peinlicher Onkel auf einer Familienfeier, der viel zu viel getrunken hat und sich zum Affen macht. Man schämt sich zwar unheimlich fremd, aber ohne ihn wäre die ganze Angelegenheit auch irgendwie langweilig. Der Film war ein einziger Misserfolg, dabei deckt die Handlung nur die erste Hälfte des Romans ab. Travolta hatte nämlich ursprünglich darauf abgezielt, ein Sequel zu produzieren, aber daraus wurde natürlich nichts. Der Film wurde kurz nach Erscheinen sogar zum Gegenstand eines Rechtsstreits, weil die Produktionsgesellschaft Franchise Pictures die Budgets von mehreren Filmen höher angegeben hat, als sie wirklich in der Realität waren. Einfach um sich mehr Geld heimlich einzuheimsen, da Franchise Pictures dann schuldig gesprochen wurde und hohe Strafzahlungen leisten musste, musste die Firma sogar Konkurs anmelden. Das Besondere an diesem Film ist auch, dass man ihn hunderte Male gucken kann und immer wieder was Neues entdeckt, aber nicht, weil dieser Film so eine große Liebe zum Detail hat, sondern weil sich das menschliche Gehirn selbst verteidigt und sämtliche Erinnerungen an diesen Film auslöscht, sodass jedes Mal, wenn man ihn guckt, alles sich so anfühlt, als hätte man den Film noch nie gesehen. Man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, ob das wirklich wahr ist, was man da gerade vor sich sieht. Dann ist der Film vorbei und man hat im Prinzip alles vergessen, was man gesehen hat, gerade weil die Handlung so unheimlich hanebüchen ist. Man kann eigentlich nur davon ausgehen, dass John Travolta einen Jahresvorrat an Drogen konsumiert haben muss, um diesen Film zu realisieren. Wie sonst will man sich diese Stiefel und diese Hände erklären? Oder Szenen wie diese. She gets drunk with economical speed. And has other advantages. Ooh, I can see that. Battlefield Earth bekommt von mir keine Punkte, sondern eine schmalzige Perücke von John Travolta. Die Handlung des Films macht nämlich vorne und hinten keinen Sinn. Das Schauspiel ist furchtbar und die Effekte und die Kameraarbeit sind einfach nur grotesk. Es gibt sogar Gerüchte, die besagen, dass Scientology Mitglieder in die Kinos geschickt habe, um die Einnahmen des Films zu verbessern. Einer der Drehbuchautoren, J.D. Shapiro, hat gesagt, dass er nur an diesem Film mitgearbeitet hätte, weil ihm jemand gesagt hätte, dass Scientology ein toller Ort wäre, um Frauen aufzureißen. Er selbst hat dann später die Goldene Himbeere für das schlechteste Drehbuch in Empfang genommen und sich auch für das Projekt entschuldigt. Meiner Meinung nach geht die Entschuldigung etwas zu weit. Ja, Battlefield Earth ist ein wahnsinnig schiefgelaufenes Projekt, aber seltsamerweise hat er hier und da in einigen Szenen wirklich großes Unterhaltungspotenzial. Nur eben auf eine Weise, die die Macher des Projekts sicher nicht als Intention hatten. Battlefield Earth ist meiner Meinung nach nicht der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, aber mit Sicherheit der bizarrste Film. So als hätten Steve Buscemi und Tilda Swinton ein Kind zusammengezeugt. Es gibt so wunderbare Zitate aus diesem Film wie: Als du noch gelernt hast, deinen Namen zu buchstabieren, wurde ich bereits ausgebildet, um ganze Universen zu erobern. Nun ist es Zeit für das nächste Meisterwerk von Franchise Pictures, Ballistic mit Antonio Banderas und Lucy Liu. Angeblich ist der genauso schlecht wie Battlefield Earth. Was sagt ihr? Habt ihr Battlefield Earth gesehen? Wart ihr sogar so klug, Geld für eine Kinokarte auszugeben? Schreibt uns eure Meinung gerne mal in die Kommentare und auch, ob ihr den Film vielleicht schon gesehen habt und auch, ob wir öfter diese Strafkritiken machen sollen zu den Filmen, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare und abonniert unbedingt Cinema Strikes Back und macht die Glocke an, dann verpasst ihr keines unserer Videos mehr. Und ja, checkt auf jeden Fall auch unsere letzte Filmkritik aus. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen, zu welchem Film das war, aber das werdet ihr hier sehen. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies.